schenke dir das Ding so hin, ich schwör's. So ist gut. Ich weiß auch gar nicht, warum Jungs bzw. Männer voll darauf stehen. Und wenn dir das dann aufs Hirn fliegt? Nur weil wir es genug haben. Ich habe gerade wunderschöne Stühle gefunden, die gefallen mir total gut. Yeah! Hello, hello, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alles, alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Natürlich wünsche ich euch Gesundheit und Zufriedenheit und Glück und alles, was dazugehört. Wir sind relativ gut reingerutscht. Ich bin ein bisschen erkältet. Kann man vielleicht hören. Es war schon sehr kalt. Aber gut, das ist natürlich die Jahreszeit. Ich habe mir gedacht, dass ich euch zum Jahresbeginn ja einen Vlog online stelle. Das kommt ja dann doch ganz gut bei euch an, laut Feedback. Aber ich habe auch was ganz, ganz Neues geplant. Da freue ich mich schon. Mal schauen, wie die Umsetzung klappt. Nehme ich euch auf jeden Fall mit. Seid gespannt, das ist was ganz, ganz Neues. Und ich bin jetzt schon hier soweit einigermaßen ready. Mir fehlt nur der Gürtel, der ist allerdings im Auto. Ich dachte, ich nehme die Kamera jetzt einfach mit, denn heute passiert einiges, was interessant sein könnte für euch. Okay, mein Arm bricht mir fast ab. Es ist ein bisschen was geplant. Zum einen wollten wir einen neuen Schreibtischstuhl kaufen für den Alessandro und einen neuen Schreibtisch für den Moritz. Mal schauen, ob das klappt. Ansonsten habe ich noch so ein bisschen was, was hier angekommen ist, was ich euch auch gerne zeigen wollte. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration oder es interessiert euch einfach, was hier Neues eingetrudelt ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. So, die Jungs sind schon im Auto. Ich kann euch jetzt erstmal einblenden, wie das heute Morgen aussah. Der Tannenbaum ist nämlich weggekommen. Ja, es wurde Zeit. Er hat schon ganz schön die Flügel hängen lassen. Also der war echt nicht mehr schön und ich konnte ihn auch irgendwie nicht mehr sehen. Meine Laune war eh nicht die beste zu Weihnachten, aber das wisst ihr ja. Und deshalb blende ich euch jetzt mal die Sequenz ein, wie ich den Baum abgeschmückt habe. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen was rumgeräumt, aufgeräumt, denn das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Meiner To-Do-Liste. Ich habe einige Klamotten aussortiert, die ich nach Italien schicken werde, zu meinen Verwandten, meiner Cousine und so weiter, denn ich werde nicht mehr diese Aktion da unterstützen. Dieser eine Laden, der mich irgendwie ja reingelegt hat, habe ich das Gefühl. Also ich habe meine Klamotten ja zu so einem Shop geschickt und das war nichts. Also das war ein Satz mit X und deshalb kommen die Klamotten, die noch sehr, sehr gut erhalten sind, nach Italien und da freut sich definitiv jemand daran und wird sie noch tragen. Okay, das blende ich euch jetzt ein und wir fahren in der Zwischenzeit ins Möbelgeschäft. Ich musste jetzt nochmal zurück. Der Liam muss nochmal gewickelt werden und der Max hat mich gerade gerufen. Ein großes Paketchen ist nämlich angekommen. Der Max möchte gern sein Zimmer ein bisschen verändern. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Und dann geht es aber wirklich ins Möbelgeschäft. Also der Max hat jetzt mal die neuen Bilder hier in die Bilderrahmen rein. Die muss er natürlich noch aufhängen. Wollt sie mir mal zeigen. Ich finde das da hinten total schön. Zeige ich euch auch gleich. Hier ist das ganze Chaos. Das muss er natürlich noch wegräumen. Und eigentlich war geplant, dass er eben an diese Wand hier ganz viele Bilder hängt, die er sich ausgesucht hat. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Hier sind jetzt die restlichen Bilder drin. Sehr, sehr praktisch. So werden sie nämlich geliefert oder in einer Rolle, sodass sie eben nicht knicken, was natürlich super ist. Und ich kann euch mal zeigen, was ich noch mitbestellt habe. Zum einen ein wunderschönes Bild für Liams Zimmer. Die haben jetzt ganz, ganz viele tolle neue Kinderbilder. Ich finde das so, so süß. Also falls euch sowas gefällt, müsst ihr da unbedingt vorbeischauen. Und dann wird sich oben bei uns im Wohnzimmer der Stil ein wenig ändern. Und zwar habe ich dafür zum Beispiel dieses Bild hier bestellt. Beziehungsweise dieses hier und dieses. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Die hat der Max sich noch bestellt. Unten in seiner Chill-Out-Area sind auch noch Bilder. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Hier sind die Bilderrahmen dazu. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Farben und aus Holz. Oder hier eben so ein Metallrahmen. Bild wollte ich euch ja noch zeigen. Das hatte ich eigentlich für mich bestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum der Max sich das gekrallt hat. Scheinbar hat es ihm jetzt auch gefallen. Oder der Celine kann natürlich auch sein. Ich habe für euch noch einen Rabattcode ergattern können. Über 30% bei Desenio. Also falls euch irgendwas gefällt, schaut gerne mal unten in die Infobox. Allerdings ist der Rabattcode nur für 3 Tage gültig, also da müsst ihr echt schnell sein. Und jetzt zeige ich euch noch die Bilder, die der Max sich schon unten in der Chill-Out-Area hingestellt hat. Vielleicht ist es auch eine kleine Inspiration für euch. Also der Max hat jetzt hier zum einen auf seinem Sideboard unsere Geburtsdaten, also das hintere Bild, das vordere, da steht das WLAN-Passwort. Total witzig, hat er hier für seine Kumpels eingerichtet. Sich jetzt natürlich zuhalten. Hier hat er noch das Bild mit seinem Astronauten. Hier wollte er sich allerdings noch eine
eine Shisha irgendwie hinkleben, hat er schon konstruiert am Computer und war da total kreativ. Wird bestimmt total witzig, das wird nämlich jetzt hier auf die andere Seite kommen. Moment, hier auf die Seite soll das Bild mit dem Astronaut. Hier oben hat er sich was richtig Cooles anfertigen lassen und zwar stehen da unsere Koordinaten. Das muss ich jetzt natürlich zuhalten, logischerweise. Hier auf der Seite sind jetzt noch diese beiden Bilder hier. Und auf der Seite sind diese beiden Bilder. Aber wie gesagt, das wird sich dann jetzt alles verändern. Und ich kann es euch dann im Anschluss, wenn alles fertig ist, natürlich sehr, sehr gerne zeigen. Also so sieht er jetzt aus, der Tannenbaum. Es ist das absolute Chaos entstanden. Aber es ist jetzt auch völlig egal. Es wird ja jetzt alles weggeräumt und abgeräumt. Die Kugeln hier, die sind noch vom letzten Jahr. Da steht meine Kiste bereit. Ich wollte es dieses Jahr nicht so bunt haben und deswegen habe ich die weggelassen. Der Engel hier, der hat es tatsächlich überlebt. Wer hätte es gedacht? Jawohl. Und der kommt jetzt wieder hier in seinen Originalkarton rein. Da hinten stehen jetzt noch ein paar Sachen von der Verlosung. Die werde ich auch noch einpacken, zurechtmachen und dann eben verschicken. Sowie die Sachen da hinten, die Mulex-Töpfe, die Nintendo Switch mit den Spielen. Und dann kommt das ganze Chaos hier weg. Hilfe! Don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we with you. But if we try to talk about it, our history says we'll just argue. And I know you're gonna act a fool, and then no one could tell the difference between me and you, babe, watching from a distance. Hiding these feelings, going through changes. I'm just so mad, but now it's at my own expense. So I'm a just weite Wege. Aber gut, jetzt schauen wir mal, was wir im Angebot haben. Und meine Freundin hat mir ein Bild geschickt von richtig coolen Autos für den Liam. Also diese Elektroautos. Ich habe mich natürlich schon in eins verliebt. Mal schauen. Wir gucken es uns mal an. Aber ich glaube, die sind ultra teuer. Meine anderen Söhne hatten auch mal so ein Auto. Und es war immer total witzig, wenn wir damit in der Stadt waren. Mit so einem Riesenteil. Und ja, das gibt es nicht mehr. Das haben die komplett über den Jordan gebracht. Aber gut, vier Jungs mit so einem Auto, das musste schon was aushalten, aber es hat es dann nicht mehr ausgehalten. So, also lang genug gequatscht, wir sind da. Jetzt gehen wir mal rein, ob wir finden, was wir suchen. Wir sind angekommen. Da ist ein kleiner Porsche, ein Mini Cooper oder ein Mercedes. Wir waren gerade noch in einem anderen Laden, da gab es noch so einen anderen riesen BMW. Also das wäre gar nichts für mich. Ich weiß auch gar nicht, warum Jungs bzw. Männer voll darauf stehen. Also meine Kinder sind total verrückt danach. Und ich glaube, also mir gefällt der besser und meinen anderen Jungs gefällt der hier besser. Ich weiß nicht, was meint ihr? Wobei der Mini Cooper auch richtig cool ist, ne? Liam, was meinst du? Was meinst du? Ha? Liam, du musst noch deinen Spiegel einrichten. Schau mal. Spiegel, immer schön. Genau. Ja, einklappen, ne? So kannst du aber nicht fahren. Du musst doch schauen, was hinten dran los ist. Der ist so süß.
Hier in seinem Auto. In seinem Auto vor allen Dingen, ne? Ist noch gar nicht seins und ich sag schon, dass es seins ist. Mega süß. Schaut euch mal bitte das Bett hier an. Ah, sieht es schön aus. Hier gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen. Aber wir haben ja ein Kinderzimmer für den Liam. Wir suchen ja was ganz anderes. Aber irgendwie werden wir nicht fündig. Das sieht ja schön aus. Für übers Bett. Richtig schön. Ja, aber da steht kein Preis. Wartet, wir schauen mal, was das kostet. Moment. Es kostet einfach mal nichts. Also Nummer 1, check. Eine kleine TV-Bank für den Moritz. Wir haben es geschafft. Sieht auch richtig, richtig gut aus. Man kann das Licht auch ausmachen. Da unten kann er dann seine Konsole reinstellen und obendrauf eben den Fernseher. Okay, check. Der Alessandro hat sich diesen Stuhl hier ausgesucht. Den hatte der Moritz tatsächlich auch schon. Und ja, jetzt kommt er nochmal ins Haus. Der ist echt richtig gut. Allerdings müssen wir 4 Wochen drauf warten. Und jetzt zeige ich euch noch den Schreibtisch, den der Moritz sich ausgesucht hat. Und zwar ist es dieser hier. So sieht der aus. Richtig, richtig schön. Der ist toll, weil der eben auch Hochglanz ist und dann zu dem TV-Board passt. Ja. Hier sind so viele schöne Sachen. So sieht es jetzt hier aus. Ich kann es euch ja mal ein bisschen zeigen. Ganz, ganz viele schöne Sachen. Ich denke mal, für jeden Geschmack was dabei. Das Teil hier finde ich mega cool. Ist auch total schwer, wenn man das in die Hand nimmt. Richtig schön, aber dafür finde ich jetzt mal keine Verwendung heute. Und hier habe ich auch noch schöne Sachen entdeckt. Sowas zum Beispiel. Ist richtig, richtig schön. Ein kleiner Stuhl hier, ne? So sieht das aus. Jetzt sind wir hier gerade bei Müllmax. Jetzt schauen wir da nochmal rein, ob wir hier vielleicht noch was finden. Aber eigentlich haben wir ja schon alles gefunden. Ich habe gerade wunderschöne Stühle gefunden, die gefallen mir total gut. Der Gianluca misst gerade zu Hause bei uns den Esstisch mal ab, damit ich weiß, ob die überhaupt hinpassen. Also die kann man auch so drehen und die sind auch super bequem. Ich finde die mega stylisch und ich bin gerade am Überlegen, ob wir die für zu Hause kaufen sollen. Und da ist es, das neue Schmuckstück. Wow. Max, sein Bart ist ab. Oh mein Gott. Ja, wann hängst du die Bilder auf? Die lasse ich so. Ja, ich dachte, du willst sie aufhängen. Nee. Und hier drüben machen wir dann die anderen hin? Ja. Okay, gut. Und wenn dir das dann aufs Hirn fliegt? No risk, no fun. Sieht schon gut aus, ne? Höher, tiefer. Ach du, Mama. Ein bisschen schräger. So? Nee, noch schräger. Guck mal, da ist Italien. Ja, wie meinst du jetzt? Tiefer? Dreh's mal 180 Grad durch, perfekt. Ich häng dir das Ding so hin, ich schwör's. So ist gut. So, meine Lieben, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Ich bin ziemlich durch. Es war sehr anstrengend im Möbelgeschäft, Möbelhaus, aber wir waren sehr, sehr erfolgreich. Ich sitze jetzt hier schon in meinen Chiller-Klamotten in Max' Zimmer. Er wollte mir nämlich noch mal was zeigen wegen seiner Bilderwand. Er hat sich jetzt da vorne alle Bilder hingelegt und ich werde das jetzt zusammen mit ihm entscheiden. Werdet ihr dann definitiv in den nächsten Vlogs sehen oder auf Instagram. Schaut da auch gerne mal vorbei, falls ihr uns da noch nicht folgt. Und wir waren übrigens im Möbelhaus sehr, sehr erfolgreich. Also das heißt, wir haben sogar noch ein Boxspringbett für den Moritz bestellt. Allerdings wird es erst in 9 Wochen ankommen, aber das ist kein Problem. Außerdem habe ich die Stühle bestellt, die mir so gut gefallen haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Die haben allerdings auch eine Lieferzeit von 10 Wochen und Lissandros Stuhl auch, ich glaube, 4 Wochen. Und dann haben wir noch Liams Auto bestellt. Das ist allerdings auch erst in 2 Wochen da. Und was haben wir noch gekauft? Diese TV-Bank und den Schreibtisch konnten wir direkt mitnehmen. Da sind wir dann erstmal beschäftigt, das Ganze aufzubauen. Mein Mann freut sich. Gar nicht. Der macht sowas nicht so gerne, aber das macht er dann gemeinsam mit den Jungs. Und ja, ihr merkt schon, hier wird ein bisschen umstrukturiert. Es kommen neue Sachen. Der Moritz hatte seinen Schreibtisch jetzt über 10 Jahre.
Und ja, das Bett auch. So sieht es auch aus. Und ich denke, jetzt so im Jugend-Teenager-Alter ist es schon in Ordnung, wenn er jetzt ein richtig tolles Boxspring-Bett bekommt. Kann ich euch dann auch sehr, sehr gerne zeigen. Jetzt würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Denkt ihr bitte dran, dass ich noch den Rabattcode bei Desenio für euch habe. 30%, wie gesagt, da ist ja auch ein Teil der Bilder vom Max. Vielleicht hat euch ja dazu irgendwas gefallen. Ich schreibe euch nochmal alles unten in die Infobox. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Bin total fertig. Es war echt anstrengend. Bis dann.